Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück und oder neu auf meinem Kanal. Mein Name ist Cori und ich habe heute einen Foodhaul für euch. Müsste mir heute ein bisschen nachsehen. Die erste Woche Fitnessstudio und Training überhaupt wieder nach 6 Wochen Pause. Ich bin ein wenig groggy heute, ganz ehrlich. Ich bin fix und alle. Aber gut, nichtsdestotrotz. Wollt ihr einen tollen Foodhaul sehen? Und ja, fangen wir doch mal an. Menno war im Kaufland und im Rewe. Und im Moment ist er noch im Lidl unterwegs. Das zeige ich euch dann im Anschluss. Ja, für euch wird es ja dann ein paar Sekündchen dauern, für mich ein bisschen länger. Nur ich mache den Teil jetzt schon mal, damit ich den dann wegräumen kann. Oh Mann, ich bin echt fertig. Egal. So, ein 6er Pack Schwämme, da unsere Spülmaschine, die hier steht, leider nicht funktioniert, seitdem wir hier eingezogen sind und sich das Reparieren nicht lohnt, wird bei uns per Hand gespült. Das heißt, das Ding ist im Prinzip ein Stauraum für Geschirr, aber nicht zum Spülen. So, dann haben wir wieder Müllbeutel gebraucht. Und für meinen Männer, wenn der sich mal wieder verrenkt hat, oder ich beim Sport, das Pferdebalsam, also Pferdecreme, Chili-Gel ist das. Machen Sie mal jetzt auf, wir haben es ja gekauft. Klar. Wenn ich es euch zeigen will, ist noch mal so ein Ding drüber. Boah, das riecht auch heftigst nach Chili. Ich kannte das bisher nur die grüne Variante, die normale Pferdesalbe. Aber die ist noch mal extra mit Chili. Also da werden die Muskeln schön warm gehalten, wenn im Winter der Rücken mal wieder zickt oder so. Andere kaufen sich dafür extra eine Sport- oder Schulter- und Nackensalbe. Ich schwöre da schon, genauso wie meine Oma, schon immer auf dieses Pferdebalsam. Das Zeug ist genial. So, da ja bei uns am Montag hier in Hessen die Schule wieder losgeht, hat sich Junior als Süßigkeit diese Smarties Minis gewünscht, denn er nimmt ja immer eine kleine Süßigkeit mit in die Schule als Nachtisch und das sind die Smarties diesmal. Im letzten Schuljahr hat er aufgehört mit diesem Hanuta oder Knoppersverschnitt abwechselnd. Genau, so, dann kamen mit ein Netz mit 4 Zitronen für 1 Euro bei Kaufland im Moment. Also wer am Samstag noch nach Kaufland fährt, hat Glück. Dann einmal Gouda Jung, da unser Käse von Hermetro ausgegangen ist. Da müssen wir demnächst wiederholen. Dann hat sich Junia die Tirolini gewünscht für die Schule. Da kriegt er immer so 1-2 Stangen mit. Die knabbert er ganz gerne. Und natürlich sein übliches Pausenbrot, versteht sich. Dann kam mit 2 Karotten. Und da man bei Kaufland ja alles abwiegen muss, muss es halt auch in die Dings. 300 Gramm Ingwer. Damit mache ich dann wieder Ingwer-Shots selber. Ich mache die immer für uns 2 Personen für eine Woche. Dann muss ich da nicht täglich dastehen und für eine Woche hält sich das auch. Und ja, die Vitamine halten sich auch relativ gut, wenn man es im Kühlschrank aufhält. Es ist jetzt nicht so, dass sie dann die Vitamine und alles gleich draußen sind. So. Dann 2 Tomaten.
Bananen, 4 Stück wieder. Einen schönen Blumenkohl. Da werde ich Blumenkohlreis draus machen. Dann hat Lena Hackfleisch geholt. Das ist, glaube ich, ja, das ist 1 Kilo. Das wird bei uns aufgeteilt in 3 Portionen und dann hält das ewig wieder. Dann, Moment, ich muss mir jetzt mal die Sachen ein bisschen näher holen wieder. Da Menno noch mal unterwegs ist, hat man vorher den Ziehkarren ausgeräumt, damit er auch damit los kann. Dann will Menno Lasagne machen. Ja, ich weiß, die Soße könnte man selber machen. Er liebt aber die Lasagne fix. Frag mich nicht warum. Er liebt sie. Und da er die Lasagne macht. Aber ich darf die Bechamelsoße dafür machen. Immerhin etwas. Dann passierte Tomaten. Gehackte Tomaten. Eine Dose Kokosmilch. Eine Dose Kichererbsen. Und Gemüsemais. Ja, ich weiß, der TK-Kram ist gesünder. Und was die Kichererbsen betrifft, wäre auch das Getrocknete günstiger, um das über Nacht einzuweichen. Manchmal habe ich es aber auch ganz gerne einfach im Haus, um, wenn es mal schnell gehen muss, weil ich vergessen habe einzukaufen oder so, dann ist da was da. Diesmal ist es, gut, Kokosmilch, ob jetzt im Tetrapack oder in der Dose, ist egal. Tomaten, gerade die Bio-Variante, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich sogar in der Dose besser. Denn wenn ich die holländischen Tomaten oder so hier im Supermarkt nehme, die sind so verwässert, dass diese italienischen sonnengereiften Tomaten aus der Dose wesentlich mehr Geschmack haben. Ist einfach so. Ja, und bei Kichererbsen ist es zum Glück nicht ganz so schlimm. Genau. Mais ist halt, mache ich nicht gerne, aber ja. Ich hatte auch TK-Mais aufgeschrieben, aber Männer hat halt eine Dose mitgebracht. Passiert. Aber gut, wir wollen ja eh den Froster leer machen, von daher hat er vielleicht sich so gedacht. Wäre damit sogar mitgedacht. Weil TK-Mais ist wieder ein Riesenbeutel, bis wir den leer haben, dauert dann halt auch wieder. Lasagneplatten. Da muss ich ganz... Oh, sogar die Barilla. Mir persönlich ist es egal, ob Barilla oder die günstige Marke. Bei den normalen Barilla-Nudeln finde ich die backen zu schnell an. Aber gut, das muss jeder für sich wissen. Dann wieder Dinkelmehl und Weizenmehl. Gibt es bei uns immer beides. Und das Weizenmehl hat er sogar wieder Bio genommen. Ja, genau. Das war Kaufland und Lidl. Kaufland und Rewe, Lidl kommt gleich. Genau, ich räume das jetzt erstmal weg. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Für euch war es ja im Prinzip direkt im Anschluss. Genau. Lidl. 2x Mozzarella. Zweimal geriebenen Gouda. Wofür wir das brauchen, erkläre ich euch gleich. Kommt ja noch die Planung, genau. Dann, ihr kennt mich, ohne meinen griechischen Joghurt geht gar nichts.
Dann für meine Männer viermal Salami. Das ist mehr für mich. Thunfisch im eigenen Saft. Und eine Dose Ananas ohne extra Zucker. Genau, ohne Zuckerzusatz. Steht beim Lidl sogar mit drauf. Dann eine Packung Champignons, diesmal die weißen. Eine Salatgurke darf nicht fehlen bei dem Wetter. Dann gibt es mal wieder Fleischwurst. Und für Junior Kinderjoy. Fast and the Furious. Okay, bin ich mal gespannt. Dann hatten wir, weil Lidl im Angebot, so ein Achterpacken Hafermilch geholt. Und für meine Männer eine Palette Milch, also 12 Stück. Genau. Das war der Teil. So, was wir heute zum Mittag machen, müssen wir letzten Endes noch überlegen, ob wir jetzt Käsebrot machen oder ich Pfannenbrot mache, wo ein bisschen Käse mit drin ist. Das werden wir dann sehen. Morgen ist Samstag, also für euch heute, gibt es dann Pizza, selbstgemachte. Am Sonntag macht Männe Lasagne selber. Also ihr seht schon, da wird viel Käse gebraucht. Dann will ich Kichererbsen-Curry machen mit Blumenkohlreis. Das wird wahrscheinlich für 2 Tage, genauso wie die Lasagne. Und ja, einmal profan Spaghetti mit Tomatensauce. Wer mag's nicht? Genau. Das ist unsere Wochenplanung für die erste Schulwoche. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Tschüssi, eure Corrie.